Wir haben 4 Uhr, beide noch ein bisschen müde. Und wir fahren jetzt zur Burg Eltz und hoffen auf einen geilen Sonnenaufgang. Jetzt fahren wir, ich glaube, 1,5 Stunden, fast 2. Ja, wird frisch. Hoffentlich gibt es Nebel, das wäre ziemlich cool. Ja, und jetzt fahren wir aber los, dass wir rechtzeitig dort sind. Tief aufstellen und dann warten wir auf die Sonne. Ja, ich weiß nicht, wo wir sonst hin. Unten würde ich noch so ein paar machen. Aber so, wie man sieht, ist es wieder hell und immer noch ein bisschen kalt. Aber wir konnten ganz gut für das machen. Wir sind immer noch dabei, Stative stehen noch. Haben jetzt leider keinen total reinen Sonnenaufgang bekommen, weil es halt ein bisschen bewölkt ist. Jetzt keine Sonnenstrahlen oder so. Aber wir haben echt eine gute Sicht auf die Burg. Lars macht jetzt unten noch ein paar Videoaufnahmen, machen hier noch ein paar Fotos und dann, glaube ich, suchen wir jetzt noch ein paar weitere Spots. Schön, wenn man so einen roten Sonnenaufgang kriegt. Das ist ein gutes Licht. Ja, ich frage, ob da ein wenig Sonne rauskommt, ne? Das ist natürlich jetzt schon da noch cool. Ja, so ein bisschen ganz leicht. Rote Wolken, ganz, ganz leicht. Ich meine, wir sind natürlich auch in so einem Tal umgeben. So ein bisschen, die Wolken müssten halt weg. Ich würde noch warten, wenn wir ein bisschen Glück haben. Das war irgendwie cool. Ja, um 10 Uhr müsste es hier. 10, 11 sagen die. Sind sie weg. Thank you.
Okay, so, wir haben jetzt irgendwie langsam genug Fotos gemacht, würde ich sagen. Mhm. Sehr viele Zeitraffer, ein paar Videos. Und wir hatten noch Glück, dass jetzt, wie ihr seht, noch ein bisschen die Sonne rausgekommen ist. Und die kam jetzt eben cool auf die linke Seite hier drüben, von der Burg. Das konnte man ein bisschen mitnehmen. Sonnenaufgang an sich war okay, oder? Also, war kein wirklicher Sonnenaufgang, ziemlich bewölkt, aber. Wir waren auf jeden Fall rechtzeitig da, in der Zeit. Also das auf jeden Fall. Es wurde halt einfach langsam heller. Ja. Also. Aber gut, ich meine, es sind halt auch echt ein tiefes Tal. Wahrscheinlich haben wir da einfach keinen so coolen Sonnenaufgang. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einen geilen Frühstückswecken. Ja. Vielleicht nochmal einen Kaffee. Ja, genau. Das hört sich schon ziemlich gut an. Dann schauen wir, ob wir wieder Richtung Trier fahren oder was wir hier in der Gegend vielleicht noch anschauen können. Ja, genau. Ach, mal schauen. Aber jetzt erstmal wieder aufwärmen, ein bisschen Kräfte zehren. Was heißt denn? Jo.